Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren News-Folge hier in Star Stable Online. Und wie ihr hört, habe ich ein neues Mikrofon. Ich freue mich richtig, das Mikrofon ist so toll. Ich hoffe, dass hier alles klappt. Wenn nicht, wäre es ein bisschen doof. Aber ich habe eigentlich alles getestet. Eigentlich sollte alles klappen. Jedenfalls, wir haben heute den 7.4.2021 und heute kamen neue Pferde rein. Und zwar die Finnpferde. Es kamen direkt alle Farben rein, 7 Stück insgesamt. 6 davon stehen momentan in Firgrove. Einer davon steht in Vorpinter. Der in Vorpinter wird aber nach kurzer Zeit auch nach Firgrove kommen. Die Pferde sind ab Level 6 kaufbar und kosten 850 Starcoins. Es ist sehr viel Andrang, es ist ein sehr großer Andrang. Deswegen muss ich gucken, wie wir das hinbekommen jetzt. Ich habe heute meine kleine Pearl Queen dabei. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem, der am wenigsten Aufmerksamkeit hat und fangen da dann mal an. Ja, wenigste Aufmerksamkeit. Hahaha. Es ist echt viele Leute hier. Dann fangen wir hier bei dem Braun an. Ist das ein Brauner? Ich weiß es nicht. Also, der hier gefällt mir rein vom Optischen super. Ich bin so ein Fan von diesem dunklen braunen Schokoton. Das ist so toll für mich. Ich finde das richtig schön. So. Dann mal zu den Fakten. Also, das Finnpferd kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Es ist kältebeständig, wie gesagt, ab Level 6 kaufbar. Und kostet 850 Starcoins. So, in einem Land voll ausgedehnter Wälder, riesiger Seen und schneereicher Winter gibt es ein Pferd mit der ganzen Kraft eines nordischen Rosses. Wir begrüßen das kleine, aber mächtige Finnpferd. Das Finnpferd hat eine ganz besondere Geschichte, da die Entwicklung der Rasse mit der Geschichte Finnlands selbst verwoben ist. Dieses robuste Pferd war der ultimative Anpassungskünstler, was das sich ständig verändernde Leben und die Bedürfnisse des finnischen Volkes anging. Das Finnpferd musste sich schnell anpassen und einzigartige Fähigkeiten entwickeln, die heute in 4 Disziplinen eingeteilt werden: Reitpferd, Zugpferd, Traber und Pony. Die Finnpferde auf Jorvik sind eine gelungene Mischung, die als Reit- und Allround-Typ bezeichnet werden kann. Mit diesen 4 verschiedenen Hintergründen eignet sich das Finnpferd für viele Formen des Reitens, von Geländeritten und ausgedehnten Ausritten bis hin zum Alltagsreiten und dem Einsatz in Reitschulen. In Finnland ist es vor allem durch seinen Einsatz bei der Trabmeisterschaft Kuni Kursafit bekannt. Entschuldige, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Die Rasse des Finnpferdes hat es jedoch nicht immer leicht. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft und dem Ende der finnischen Kavaliere im 20. Jahrhundert ging der Bedarf an Finnpferden zurück. Aber man ließ nicht zu, dass das geliebte Finnpferd in Vergessenheit geriet. Die Einführung eines eigenen Reitzuchtbuchs im Jahre 1971 und die Anerkennung der verschiedenen Finnpferdtypen ließen ihre Zahl auf heute rund 20.000 ansteigen. Die auffälligsten Fellfarben der Finnpferde sind die verschiedensten Variationen des Kastanienbrauns. Es gibt sie aber auch in klassischen Farben wie Schwarz und Braun. Oft haben sie weiße Abzeichen an den Beinen und im Gesicht. Mit seinen kräftigen Beinen, starken Muskeln und festen Hufen ist dieses Pferd perfekt für das Reiten in jedem Gelände auf Jorvik geeignet. Wenn du also auf der Suche nach einem kuscheligen, zähen Gefährten bist, der sich anpasst und jede Situation meistert, ist das Finnpferd der ideale Begleiter. Genau, außerdem hat das Finnpferd eine spezielle Animation. Wenn es steht und man auf Leertaste drückt, dann legt es sich nämlich hin. Und dafür, dass es eine neue Rasse ist, es kältebeständig ist und auch noch eine spezielle Animation hat, finde ich die 850 Starcoins wirklich in Ordnung. Also, wenn ich mir jetzt Jorvikische Urpferd angucke, das neben dem Finnpferd das einzige Pferd ist, was ich hinlegen kann in Star Stable. Die kosten direkt 975. Da finde ich die 850 doch sehr, sehr, sehr human. Also.
Solltet ihr irgendwas im Hintergrund hören, bitte verzeiht es mir. Das sind höchstwahrscheinlich meine Katzen. Ich habe die schon extra ausgesperrt, weil dieses Mikrofon sowas von empfindlich ist und wirklich jeden Pups aufnimmt. Und ich gestern in den Testaufnahmen fast die Krise bekommen habe, weil die Katzen. Du hast wirklich jeden Tipp von den Katzen gehört. Deswegen musste ich die Katzen ja heute aussperren. Tut mir leid, also. Also, was ich sehe, es zittert minimal, aber wirklich nur mini, 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 minimal. Wahrscheinlich fällt das wieder nur mir auf, weil ich sowieso immer mit der Zitterei zu tun habe. Da. Genau da nämlich. Ganz minimal so einmal ruckeln. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Das ist wirklich, wirklich wenig an Zitterei. Finde ich überhaupt kein Problem. Ich finde die Farbe hier finde ich super toll. Also wirklich, ich finde die super schön. Ich finde die Augen, Herze allerliebst. Ich mag den kleinen Punkt auf der Nase. Top. Top, 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 top. Gehen wir hier weiter zum nächsten. Genau, das hier ist, glaube ich, der Rotfuchs. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich mit den Farben nicht so aus. Ich muss mich unbedingt mal damit beschäftigen. Ich finde die Abzeichen super schön. Richtig toll. Ich finde die Blässe super schön. Ich finde die Farbe an sich super schön. Super schönes Pferd, also total hübsch. Komischerweise sehen die bei mir irgendwie mehr aus wie Hengste. Hier wieder total schön. Ich mag die Blässe, dass sie so ein bisschen unterteilt ist. Sieht zwar so aus, als wäre man gerade so mit dem Pinsel darüber gegangen, aber ich finde es wunderschön, auch wie hier die Muskeln hier vorne sind. Auch wenn ich die Pferde an sich ein bisschen seltsam finde, vom Aussehen her. Ich finde, der Kopf ist irgendwie so riesig im Gegensatz zum Körper. Apfelschimmel, der kommt definitiv in die engere Auswahl. Ich liebe Apfelschimmel, ich finde die super schön, ich finde die total toll. Also der Apfelschimmel kommt heute definitiv in die eher engere Auswahl. Dann haben wir hier den Rappen. Ich finde, der guckt übelst niedlich, weil er diese wunderschöne, breite, lange Blässe hat. Hier das Maul dann noch so weiß. Und die Blässe nicht ganz klar abgegrenzt ist, sondern hier oben ein bisschen franselig ist. Da unten ist ein schwarzer Punkt im Weiß. Also von den Farben bin ich mega überzeugt. Dann haben wir hier noch den Palomino. Die finde ich auch total niedlich, die süße Maus. Also bei mir wird das eine Stute werden. Also ich bin farblich gesehen von den Pferden komplett überzeugt. Ich finde die super schön. Aber das waren natürlich noch nicht alle Farben. Wir haben ja noch einen in Vorpinter stehen und den gucken wir uns nämlich jetzt auch an, weil von den Bildern her kam der bei mir auch sehr, sehr weit in die engere Auswahl. Und zwar, das ist der Dunkelfuchs mit heller Mähne, glaube ich, nennt man die Farbe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da steht er. Ach, da steht ja überhaupt keiner bei dem. Ich finde den so schön. Ich finde den so toll, dieses Pferd. Der ist so schön. Ich mag die Blässe total. Ich mag die Abzeichen. Ich mag die Farbe. Die helle Mähne dazu. Ich mag die Äpfelung hier an der Seite. Und ich finde das so schade, dass bei dem hier keiner steht. Also, gerade der ist bei mir ganz, ganz, ganz weit oben. Weil ich halt so ein Fan von dieser Farbe bin. Richtig schön, richtig tolles Pferd. Richtig wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja. Ich glaube, damit fällt meine Wahl auch auf den guten hier. Es wird bei mir ein Hengst sein. Ja, ich werde ihn definitiv holen. Ich finde die Farbe super toll. Ich habe mich, als ich den Trailer gesehen habe, als ich die Spoiler-Videos gesehen habe, fand ich die Farbe wirklich wunderschön. Ich war total verliebt. Auch in diese Augen. Das ist oh, wunderschön. So, und der Gute wird bei mir. Wo ist es? Es wird ja ein Hengst, habe ich schon gesagt gehabt. Und es.
Ja. Oben. Dream Dancer, mein Traumtänzer. Ist vielleicht ein relativ häufiger Name bei dem Pferd. Oder Dreamer oder Dancer oder so. Es wird halt mein Traumtänzer, mein Dream Dancer. Ich bin mega gespannt, wie er sich reiten lässt. Sollte davon noch ein Pferd in die App kommen? Ich habe bisher noch keine Antwort von Star Stable erhalten. Sollte davon noch ein Pferd in die App kommen, wird das App-Pferd natürlich auch relativ schnell einziehen. Wo steht er denn jetzt? Steht er hier? Ah, tatsächlich, mein kleiner Dream Dancer. Der steht hier. So, dann gucken wir uns den mal an. Wahnsinnig schönes Tierchen. Die Augen sind super schön, super groß, total goldig. Ich finde den Kopf halt im Vergleich zum Körper sehr riesig. Und er sieht halt irgendwie aus wie eine Mischung aus Haflinger und Fjordpferd. Ich mag die Äpfelung hier an der Seite, mag ich total. Ja, du bist so ein Süßer. Jetzt steht Maya natürlich da mitten im Weg, gell? So ein schöner bist du. Ein so schönes Tier. Also, ich bin hellauf begeistert von dieser Farbe. Dieses Fell. Hier sieht man die Bemuskelung. Das ist super schön. Er bewegt sich nicht so viel wie der Friese. Und das gefällt mir schon mal. Er guckt zwar ein bisschen rum. Ja, jetzt frisst er mich halb. Er guckt zwar ein bisschen rum und trampelt dann auch mal ein bisschen. Aber ich glaube, grasen tut er jetzt nicht. Jedenfalls habe ich das jetzt nicht gesehen. Aber er wirkt halt so ein bisschen gemütlicher. So ein bisschen verträumt auch irgendwo. Ja, da genau dieser verträumte Blick. Ich finde das so super schön. Oh, ich bin richtig verliebt. Dream Dancer ist übrigens mein 51. Pferd hier auf Mackenzie. Wundert euch also nicht, es kommen noch ein paar Pferdekauf-Videos, die sind aber alle vor meinem nordschwedischen Runläufer entstanden. Die Pferde sind alle schon vorher eingezogen. Ich kam aber die ganze Zeit nicht dazu, die Pferdekauf-Videos zu drehen, weil ich halt die ganze Zeit nicht sitzen konnte, eine Zeit lang wegen meinem Rücken. Deshalb sind die ganzen Pferdekauf-Videos, die bis zum, ich glaube, Mitte Mai kommen, die kommen noch alle vor dem nordschwedischen Runläufer und vor ihm jetzt hier. Deswegen wundert euch nicht, die anderen sind alle noch vorher, deswegen ist er jetzt das 51. Pferd. Das sollte aber, sobald das dann durch ist, seinen gewohnten Gang haben. Ich bin richtig verliebt. Also ich mag auch die Nüstern hier. Ja, juck, gell, die Süßer. Ja, die Süßer. Ich mag, dass der Schopf hier mitwebt. Ja. Ich finde das ein bisschen schade, dass er nicht grast. Aber gut. Ich werde mir jetzt ein Outfit für den Süßen heraussuchen. Und. Hallo, Kamera. Dankeschön. Dann sehen wir uns gleich irgendwo, wo ich die Gangarten präsentiere. Also, bis gleich. So, und hier stehen wir jetzt auf der Starshine Ranch. Es ist jetzt ein bisschen später. Die Server wollten nicht so, wie sie sollten. Ich zeige euch jetzt die Gangarten von dem kleinen Süßen. Also erstmal im Stehen. Er bewegt die Beine im Stehen, er bewegt den Kopf im Stehen, er wackelt beim Schweif, er guckt sich ein bisschen um, spielt mit den Ohren, mit den Nüstern, lässt sich kraulen. Grasen tut er, soweit ich das gesehen habe, nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Um noch mal ein bisschen auf die Fellfarbe einzugehen, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier die Äpfelung super schön finde. Ich finde es total toll, dass die Beine verschieden sind, nicht alle gleich. Ich mag die Blässe total. Also ich bin in das ganze Pferd komplett verliebt. Ich finde den super toll. Ich finde, der Schweif ist super schön gemacht, die Mähne ist super schön gemacht, aber darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Ja, dann machen wir jetzt mal die Gangarten, gell, mein Süßer? So. Der Schritt,
Er hat was definitiv was Kalti-mäßiges. Also man merkt da schon so eher das Arbeitspferd raus, dieses Zugpferdemäßige. Die Schulterbewegung finde ich ein bisschen seltsam, aber es ist okay. Die Bemuskelung hier vorne gefällt mir jetzt nicht ganz so, weil das hier sehr seltsam aussieht. Genau da in der Ecke. Ja, komm, weiter. Aber sonst ist es okay. Trab, da wackelt das ganze Pferd. Also der Hintern geht ja komplett mit. Flup, flup. Finde ich, sieht aber ganz stimmig aus. Der hat aber eine ziemlich abgeflachte Brust. Seht ihr das? Finde ich aber super, super schön. So, Kanter. Finde ich, hebt er das eine Hinterbein ein bisschen seltsam. So, als würde das wehtun oder so. Aber top. Finde ich schön, passt zum Pferd. Ja. Der Kopf geht schon etwas stark mit im Galopp. Aber ich finde die Animation von vorne bis hinten einfach mega schön. Sprung. Allen schnelleren Gangarten. Der Stopp erinnert mich sehr stark ans an den Stopp von den Quartern? Quarterhorse? Sind das Quarterhorse? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und das Steigen. Das Steigen erinnert mich sehr an das Steigen vom nordschwedischen Kaltblut. Finde ich aber, passt super schön zum Pferd. So, und jetzt die spezielle Animation, nämlich das Liegen. Finde ich, sieht ein bisschen sehr gequetscht aus. Also die Beine hinten gefallen mir im Liegen so gar nicht. Hinten das Bein, das sieht nichts aus im Liegen. Also das Liegen finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schön. Von der Seite geht's, aber das Liegen finde ich so nicht schön. Und wir sitzen sehr komisch im Sattel. Also das Liegen finde ich jetzt nicht so toll, aber es ist sowieso mir egal, weil ich benutze das Liegen sowieso nicht. Für jemanden, der aber gerne Fotos macht, ist das vielleicht nochmal ein Ausschlusskriterium. Ich finde aber so, finde ich die Animation stimmig fürs Pferd. Finde ich toll. Ich kann mich nicht beschweren. Davon werden definitiv noch weitere einziehen. Auch relativ schnell. Da finde ich, hat Star Stable mal wieder einen guten Job gemacht bei einem Pferd. Ja, er wackelt ziemlich. Er ist ein ziemliches Wackelchen. Hinten Wackeldackel. So, hopp, 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 hopp. So, der Hintern wackelt halt viel mit. Ah, mein Gott, es gibt definitiv Schlimmeres. So. Wir beide machen uns jetzt auf zum Friseur. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So. Hier stehen wir jetzt beim Friseur in Firkworth. Also, fangen wir mal mit der Standardmähne an. Ja, und genau in dem Moment geht er natürlich mit dem Kopf runter. Das ist ja mal wieder typisch für meine Pferde. Ich sehe, die Mähne backt so ein bisschen in die Satteldecke rein. Sie ist hier unten abgeschnitten, das gefällt mir nicht. Hier sind die Strähnen sehr zackig, das sieht ein bisschen seltsam aus, ist aber noch in Ordnung. Hängt nur auf einer Seite runter, ist auch okay. Finde ich, bei ihm sieht das super aus. Köpfchen hoch, Schatzilein, hopp. Ich mag den Schopf mega. Ich mag es, wie er mitgeht. Ich mag es, wie der Schweif mitgeht. Ich finde den Schopf, finde ich, wirklich wunderbar. Den Schweif finde ich super detailliert gearbeitet. Ich mag es, wie die Strähnen hier unten zusammenkommen. Das sieht endlich mal vernünftig aus. Top. Großes Lob.
Normale Mähne, finde ich, steht ihm jetzt nicht. Das macht ihn noch breiter, als er eigentlich ist. Bei dem Rappen kann ich mir das wahrscheinlich gut vorstellen. Ich mag den Schopf aber. Der Schweif, finde ich, unten sind halt die Strähnen mir zu dick. So, Zöpfchen. Guckt es euch an. Ich finde es hässlich. Ich finde es mega hässlich. Würde ich niemals machen. Finde ich einfach nur schrecklich. Einziger Vorteil, man sieht die Blässe ordentlich. Die, finde ich, passt auch überhaupt nicht zu ihm. Der Schopf sieht seltsam aus. Der hängt so ein bisschen in der Luft. Und der Schweif ist unten halt wieder so komisch. Finde ich, steht ihm auch gar nicht. Nee, also Standardman ist halt für mich jetzt eher so. Da finde ich den Schweif allerdings ganz hübsch. So, und jetzt kommen wir jetzt zu dem weiteren. Es gibt nämlich bei den lieben Finnpferden noch eine Besonderheit. Die haben nämlich auch eine Stehmähne. Die Stehmähne haben bis jetzt nur die Fjordis. Finde ich bei ihm jetzt nicht so schön. Ich finde das jetzt halt... Ich mag das nicht so. Also ich, für mich gehört eine Stehmähne halt nur zu einem Fjordi. Der ändert sich aber auch der Schweif nicht. Wem die Stehmähne gefällt, bitteschön. Also ich finde es nicht so toll. Deswegen bleib ich definitiv bei ihm bei der Standardmähne. Vielleicht bei einem anderen Pferd, dass ich mir da die Stehmähne noch hole. Zu ihm, finde ich, passt das jetzt nicht. Ich finde aber auch diesen Kontrast zwischen der Mähne und der Fellfarbe so schön, dass ich die Mähne nicht unbedingt kürzer machen möchte. Oh Gott, ist hier viel los. Himmel! Ja, dann hauen wir mal hier ganz, ganz schnell wieder ab. Ich bin gerade den kurzen Weg von der Starshine Ranch hier hoch geritten. Die Server laggen leider Gottes immer noch. Ich bin halt gerade den kurzen Weg hier hochgeritten. Und so von diesem kurzen Gefühl vom Reiten finde ich ihn schön. Ich finde, er lässt sich sehr schön reiten. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den Rennen aussieht. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich den guten hier auslevel. Aber ich finde so, von dem, was ich jetzt gesehen habe, beim Reitgefühl, finde ich super, finde ich top. Ist schön geschmeidig, mich stören die Animationen überhaupt nicht beim Reiten, finde ich super schön. Also ich bin begeistert vom Finnpferd, sowohl vom Aussehen als auch von den Animationen her. Das Liegen sieht noch ein bisschen seltsam aus, lässt sich aber auch irgendwo ein Auge zudrücken, weil Star Stable das Liegen ja jetzt erst bei zwei Pferden gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch den einen oder anderen, das ein oder andere Problem gibt. Aber ich bin begeistert von den Animationen, von den Fellfarben, vom Reitgefühl hier jetzt auch. Ich weiß nicht, kann sich vielleicht noch ändern, wenn mir beim Leveln irgendwie auffallen sollte, dass ich total blöd irgendwie lenken lässt oder so. Aber ich bin total begeistert von diesem Pferd, von dieser Rasse. Die anderen werden auch einziehen. Ich weiß nur noch nicht, wann und wie viele und in welchen Abständen. Keine Ahnung. Weil auch noch im Juni, glaube ich, der Tag der offenen Tür ist. Und da sind halt auch noch einige Pferde, die ich mir auch noch kaufen möchte. Ich meine, ich habe zwar noch genug Starcoins. Ich habe jetzt noch 11.000. Und da kommen dieses Mal, wenn es Doppelstarcoins-Wochenende ist, nochmal 10.000 dazu. Aber ich habe halt noch ein paar andere Pferde, die ich mir kaufen will. Ich halte mich nur momentan zurück, weil ich halt noch bis Mitte Mai vorproduziert habe mit den Pferdekauf-Videos. Und ich das halt ein bisschen blöd finde, wenn ich dann so viele Videos im Voraus habe. Weil gerade wenn da sowas halt passiert, so eine neue Rasse reinkommt, dann komme ich mit den Zahlen halt durcheinander, beziehungsweise ihr kommt mit den Zahlen durcheinander, weil er ist jetzt mein 51. Pferd auf Mackenzie. Ich habe aber die letzten 4 oder 5 noch gar nicht vorgestellt, die dann noch kommen. Ja, aber
Mein Fazit: Ich bin super begeistert von dem Pferd. Ich finde es super schön. Ich finde es super geschmeidig zu reiten. Die Animation finde ich toll. Ich finde das so niedlich, wie er guckt. Also ich bin... ich habe mein Herz verloren an dieses Pferd. Und die anderen werden wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen, weil ich finde die einfach toll. Ich finde die einfach wunderschön. Also ich habe nichts zu meckern. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Also Daumen hoch, Star Stable, habt ihr gut gemacht. Sind super schöne Pferde geworden. Der Kopf wirkt zwar immer noch ein bisschen riesig im Gegensatz zum Körper, aber sonst, ich bin begeistert. Das war's dann von mir erstmal. Wir sehen uns noch in den anderen Videos. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder tausendmal wiederholt, aber ist egal. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Es kommen ja auf jeden Fall noch ein paar. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!